Pures Gold für die einen, für die anderen ein großer stinkender Misthaufen. Um natürlich Energie zu erzeugen, braucht man Mist, Gülle, Mais und Gras. Wir brauchen ca. für die Anlage 200 Hektar Ackerfläche und Wiesenfläche, um die Anlage voll zu betreiben und voll Last fahren zu können. Also etliche Fußballfelder voll. Das frisch gemähte Gras lagert hier zum Trocknen. Täglich befördert Landwirt Ott mit seinem Traktor 30 Tonnen davon in einen gigantischen Trichter. Doch das allein reicht nicht. Portionsweise wird diese Silage mit Gülle vermischt. Denn auch Gülle ist ein wichtiger Rohstoff. Das Gemisch fließt in den sogenannten Fermenter. Ein luftdicht verschlossener Behälter voller Bakterien. Unter ständigem Rühren, Essen und Verdauen die Bakterien die organischen Stoffe. Bei ihrer Verdauung setzen sie Methan frei. Dieses wird in einem Verbrennungsmotor verbrannt und so wird aus Biogas Strom. Und es entsteht jede Menge Wärme. Doch lohnt sich die ganze Arbeit? Bei dem Getreidepreis, den wir jetzt im Moment haben, ist es überlegenswert, ob wir es nochmal machen würden. Weil es ist schon ein beträchtlicher Arbeitsaufwand. Aber für die Region lohnt es sich, Strom und vor allem die entstehende Abwärme. Über ein Nahwärmenetz leitet ein Verteiler die Abwärme der Biogasanlage in Grosselfingen an ca. 100 Haushalte vor Ort. Auch öffentliche Einrichtungen profitieren. Unser Senioren- und Pflegeheim, es ist dabei auch das Rathaus selbstverständlich, unsere Hainburg-Schule, die Turnhalle und auch unser Kindergarten. Natürlich Strom und Wärme für die Generation von morgen. Da freut man sich jetzt schon.